Moin Moin und hallo zusammen. Wie informiert ihr euch eigentlich über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Motorradszene? Also, ich bin ja alt, bekanntlich, und zu meiner Zeit hat man da eine Zeitschrift gelesen. Und sowas gibt es ja heute tatsächlich auch noch. Also sowas wie die Motorrad. Ne? Und ja, tatsächlich lese ich das auch noch regelmäßig. Aber naja, also ihr wisst ja, den Verlagen geht es nicht so sonderlich gut. Ja, so viele Umsätze wie früher machen die schon lange nicht mehr. Können damit natürlich auch nicht mehr so viele Journalisten beschäftigen oder so intensiv journalistisch arbeiten. Und ich merke, das merkt man halt so im Heft dann durchaus auch an. Ja? Und ja, wenn ich das so lese, dann, ich weiß nicht, auf der einen Seite ist das schon ganz nett, ja, weil man halt auch mal so ein bisschen, man bekommt halt so einen schönen Überblick der letzten 14 Tage. Sieht auch mal ein bisschen was von Themen außerhalb seiner eigenen Filterblase. Manche Vergleichstests und so finde ich durchaus auch ganz kompetent gemacht. Und ja, also eigentlich ist das ganz nett, aber ja, dann merkt man halt doch schon so, dass manche Berichte so ein bisschen dann halbgar geschrieben sind oder irgendwie gesponsert sind und ach, generell, das ist ja, viele Berichte entstehen halt bei so Produktvorstellungsevents, ja, wo dann halt die Zeitschriftenleute da von dem entsprechenden Moped-Hersteller oder Reifenhersteller, was auch immer, eingeladen werden. Ach, naja, und ja, wie das halt so ist, ne? Also wenn halt in Deutschland Winter ist und graues Wetter, und ihr werdet da eingeladen nach Südafrika, um da irgendein Moped nach Herzenslust kaputt zu fahren, dann findet ihr das da Gerät natürlich auch super. Ne? Also, ja, auch die Geschichten, die wiederholen sich manchmal so ein bisschen. Und ja, so richtig gefällt mir das eigentlich nicht mehr, ja. Aber die Frage ist halt, wie wären Alternativen? Ne? Also kann ich natürlich sagen, ja, kein Problem, dass ich entnehme meine Informationen Instagram und Twitter oder so, ja. Ja, da sitzt man dann natürlich schon sehr in seiner lokalen Filterblase. Und nur weil die 10 Leute, mit denen man eh ständig abhängt, sagen, irgendwas ist genau so, weiß das noch lange nicht, dass das stimmt. Ja? Also irgendwie so eine, ja, so eine journalistische Aufbereitung, die finde ich eigentlich schon ganz gut. Ja? Also so die lokalen Filterblasen taugen da wenig. Ja? Da kann man sagen, okay, es gibt ja YouTube-Kanäle wie 1000 PS, ja. Gut, also stammen sie ja, erkennen meine Meinung dazu, ja, ein interessantes Geschäftsmodell. Völlig legitim, ja, aber irgendwie brauchbare Informationen vermitteln sich da zumindest für mich nicht. Huch, hier geht es ja richtig steil runter, meine Güte. Sonst fahre ich die Strecke meistens in der anderen Richtung, da fällt einem das nicht so auf. Ja, also blaue Blätter haben die Bäume hier auf jeden Fall noch nicht. Ist doch noch alles so. Der Frühling ist noch nicht ausgebrochen. Ne? Muss man festhalten. Anderer YouTube-Kanal, der mir einfällt, ist sowas wie Motorrad-News oder Motorrad-Nachrichten. Ja, das ist natürlich schon ein ganz netter Versuch, mal so eine Woche zusammen zu aggregieren. Aber es ist auch nicht journalistisch aufbereitet. Ne? Also, ja, das ist sowieso so ein Thema. Was ist eigentlich Journalismus? In den letzten Jahren hat sich da so eine gewisse Unterscheidung etabliert
zwischen Journalismus und investigativen Journalismus. Ja? Ich dachte eigentlich zuvor immer, Journalismus ist immer investigativ. Also aber heutzutage denken offenbar viele schon, Journalismus wäre, sich von Herstellern einladen zu lassen und Pressetexte abzuschreiben oder nur Pressemitteilungen einfach eins zu eins durchzureichen. Also und ich kenne das auch von der Firma, also wenn wir eine Pressemitteilung machen, da ist es auch so, dass die dann manchmal eins zu eins in irgendwelchen angeblichen journalistisch aufbereiteten Zeitschriften dann wiederzufinden ist. Ja, also in Wirklichkeit war das einfach nur eine große Copy- und Paste-Aktion. Naja, und von daher ja, gibt es viele von so YouTube-Kanälen, die da Informationen aufbereiten. Da fehlt mir eben dieser journalistische Anspruch. Was nicht zu verwechseln ist mit Objektivität, ja, sowas gibt es ja nicht. Podcast ist doch ein Thema. Ich nenne da mal stellvertretend Die Hupe von Clemens Gleich und Compagnon. Wo sich auch viele Neuigkeiten vermitteln, die aber natürlich auch gar nicht den Anspruch haben, ausgewogen zu berichten, sondern da geht es selbstverständlich um persönliche Meinung. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, wobei man da aber auch wieder dieses Filterblasenproblem hat. Ne? Also die sprechen dann zwar zum Beispiel über irgendwelche neuen Shopper, die mich sonst nicht interessieren. Das heißt, da erfahre ich was, was ich sonst vielleicht gar nicht gelesen hätte. Aber, naja, die kommentieren das dann halt entsprechend und kommentieren es halt typischerweise auch so in meinem Sinne. Ja? Und das, ja, sowas hört und liest man immer gerne, ja, weil jeder fühlt sich in seiner eigenen Auffassung gerne bestätigt. Aber eigentlich ist das auch nicht die Form von Information, die ich suche. Letztes Mal bin ich doch, glaube ich, hier links reingefahren und dann war ich auf einmal in der Sackgasse, oder? Kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, so war's. Dann fahren wir diesmal lieber den gewohnten Weg wieder. Da rechts kommen wir noch rum, dann hängt man aber auch in der Sackgasse fest. Irgendwie kann man hier noch auch durch zu dem Segelflughafen da oben. Auf dem Berg, da rechts, da oben drauf, nämlich einen Segelflugplatz. Oder einen Flugplatz, ganz allgemein. Na, mal sehen. Ja, was gibt es noch für Informationsmedien? Messen. Ich bin ja auch jemand, der regelmäßig zu Motorradmessen geht. Ja, auf Messen geht, zu Messen geht, auf Messen geht. Nachher Messe geht, so heißt es richtig. Ja, da erfährt man natürlich auch keine wirklich guten Informationen. Das ist mehr so ein... Ich verbinde, denke, auf so einer Messe vermittelt sich, zumindest wenn man da einige Jahre immer wieder auf derselben Messe ist, es vermittelt sich ein ganz gutes so Stimmungsbranchenbild. Ne? Also was sind so die großen Trends? Ne? Also so die ganze Welle hin in Richtung von irgendwelchen Hipster-Bikes, ja, oder jetzt in den letzten 2-3 Jahren die hohe Dichte an Hoodie-bestückten YouTubern, die dann da rumhängen. Ist das Publikum eher älter, eher jünger? Wie entwickelt sich das? Wie aufwendig sind die Stände der Hersteller, was ja auch ein bisschen so ein Rückschluss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist. Also für so eine längerfristige Trendbeobachtung finde ich so Messen eigentlich ganz interessant. Aber da jetzt Monat für Monat irgendwelche Neuigkeiten zu bekommen, ja, dafür ist das dann natürlich dann doch wieder beliebig ungeeignet. Guck mal, hier ist ja ein Kawasaki-Händler. Wusste ich doch gar nicht. Stehen ja lauter Mopeds vor der Tür. Ja, das ist übrigens auch eine Informationsquelle. Ihr geht einfach regelmäßig zum Händler und guckt, was der so Neues hat. Ja?
Aber auch da, ihr ahnt es schon, ja, wirklich objektiv ist das natürlich nicht. Tja, ja, wer fällt mir eigentlich auch nicht mehr ein, ja? Also, kriegt man sonst irgendwo noch Informationen her? Fernsehsendung oder sowas? Wüsste ich nicht, dass es da was gibt. Podcast hatte ich schon. Internet, YouTube-Videos. Ah, wie natürlich. Wie konnte ich das vergessen, ja? Videos von anderen Motovloggern, ja? Ah, ja. Da gibt es ja auch gerade so Leute, die so Probefahrt-Videos machen und so, ja. Ah, da gibt es aber da, also. Ja, was soll ich sagen? Also, das ist so ein bisschen Insider jetzt, ja? Also. Meistens sind in diesen Probefahrt-Videos die Mopeds, die da getestet werden, oder gefahren werden, sagen wir mal so, werden ja ganz super beurteilt, ja. Was glaube ich auch einfach daran liegt, dass dieses Probefahrt-Moped dann typischerweise einfach ein neueres Modell ist und aufgrund seines Alters schon besser fährt. Ja, oder vielleicht auch mal was Außergewöhnliches oder Leistungsfähigeres ist, ja. Aber diese Lobhudelei, das ist halt leider genau das, was das breite Publikum sehen möchte. Deswegen sind halt auch so viele von diesen Tests alle so super positiv, ja. Also versucht mal irgendwo einen Test zu finden, wo drin steht, dass das Motorrad Schrott ist, ja. Das gibt es ja so gut wie gar nicht, ja. Da gibt es ja nur ganz wenige YouTube-Kanäle, die sowas haben. Ja, und ich kenne da sogar einen, aber ja, ich will jetzt auch nicht noch mehr Werbung machen. Obwohl, naja, ich weiß nicht, also warum eigentlich nicht? Also genau, machen wir das mal so, ja. Also, hallo, Subscriber, Unterstützer, wie sagt man? Egal, ja. Wenn ihr auch zukünftig super geile Mopedtests sehen wollt und 1A objektiv über neueste Entwicklung der Motorradszene Bescheid wissen wollt, dann unbedingt mich hier abonnieren. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.